Hallo, damit herzlich willkommen zu Resident Evil 7. Vor 5 Minuten angefangen aufzunehmen, aber ich habe nicht aufgenommen. Jetzt weiß ich ja, was ich zu tun habe. Ja, jetzt kommen wir auch schneller durch. So, wir müssen hier durch bei dieses Vieh, ja. Wir müssen das hier holen, Tür wieder schließen. Und jetzt haben wir eine Mehrzwecksicherung, die wir dann hier vorne einsetzen können. Hä? Okay. Jetzt gehen wir mal nach oben und weiter nach oben und weiter nach oben und jetzt kommen wir hier hin und hier wartet sie. Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Ja, genau. Und Jan, das ist das Letzte. Mehr habe ich nicht gemacht. Erlen, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, das ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Brick's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Hi! Maschinengewehrmunition. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unserem Gegner gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genom-Codec. Sollte die Mission scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Ich dachte, ich hab mich... Okay. Codex zeigt die Entfernung vom Ziel. Pillen. 19. Es wird wieder mehr. 15. Ja, hier bin ich richtig. Aber hier komme ich durch, okay. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Auch großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. So, aber ich muss jetzt halt auch... Gib mir mal wieder diese Uhr. Mir. Oh! Oh! Digga, boah, der hat mich übel erwischt jetzt. Ich glaube, sie war gerade im Fahrstuhl. Dude. WTF hört. Oh Mann, ich hoffe es. Ich hasse mein Leben. Oh nee. Ja moin. Perfekt. Oh mein Gott, ich bin bei dem Lappen gestorben. So böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Na, da ist sie. Oh, lol. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. Hallo. Tür. 15 Schuss ist nichts. Was? Was? Bombe. Alles klar, gib mir eine Bombe. Ja moin, es brennt auf einmal alles. Okay, Zeit für die Bombe. Bin durch. Bombe regelt.
Wer sagt das Spiel ab 18? Oh, come on. Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Alan, wo zur Hölle bist du? Ivy ist oben, hat er noch geschrieben anscheinend. Oh, Alan! Wie bist du hergekommen? Wo ist Ivy? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Ivy, nein, Ivy! Ivy! Alan, hör zu! Ich hab dich so gemeint! Sie Ivy. Versucht, die Kontrolle ich zu übernehmen. Nicht. Du musst sie bekämpfen! Warte, ja. Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Lass mich nicht an. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Soll ich mir Gedanken machen? Wir werden für immer zusammen sein. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Ivy, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Mia, du bist auch echt nicht... Jemand hat die Inhalte mitgenommen. Okay, gehen wir wohl erstmal hier weiter oder sowas. Und brauchen direkt einen Dietrich. Ach, leck mich. Da war Maschinengewehrpistol, Boni. Bekommen wir die hier auch? Sag mal, was ist denn los mit dir? Oh mein Gott, wo sind wir denn jetzt? Danke. Dann haben wir schon mal 12 Schuss. Bombe mit Fernzünder. Oh, nice. Ja, komm. Ich will halt unbedingt die Maschinen, das Maschinengewehr haben, ne? Oh, da ist es ja. Boah, ein Schlüssel oder ein Dietrich?
Hochklettern, herabsteigen. Luis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenhausstation 3F reparieren. Du musst Dr. Waddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gange bekommen. Wir brauchen hier ein Kabel und eine Sicherung fehlt. Aber Mann, ich brauche dieses Ätzmittel. Oh, Alter. Hört doch mal auf. Irgendwo. Ey, are you kidding me? Okay, was ist falsch? Ah, ne, es ist offen. Okay. Was ist hier drin? Ah, dreimal Ätzmittel. Okay, wir haben viermal Ätzmittel. Okay, Bomben. Schlüssel, Kapitänskabine. Ist das für das Maschinengewehr? Ja, gehen wir mal nach oben, wenn das geht. Bombe, Bombe. Und eine Box mit dem Dietrich, hoffentlich. Boah, ey, ich hab alles. Ne, wir machen erstmal hier auf. Da ist eine antike Münze drin. Jawohl, wir haben das Ding. Oh mein Gott. Gib her. Oh, göttlich. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für heute mit Resident Evil 7. Ich würde denken, wir sind kurz vorm Ende, also es sind eventuell noch so 3-4 Parts. Wenn nicht sogar nur noch 2, keine Ahnung. Bis dann und tschüss.